Während noch längst nicht alle Schäden vom Hurricane Helene beseitigt sind, bereiten sich die Menschen im US-Bundesstaat Florida bereits auf den nächsten schweren Wirbelsturm vor. Noch befindet sich Hurricane Milton über dem Golf von Mexiko. Der Wetterdienst geht aber davon aus, dass er morgen oder übermorgen auf Land treffen wird. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Kilometern pro Stunde wird er inzwischen als Hurricane der höchsten Stufe 5 eingestuft. Die Behörden warnen vor lebensbedrohlichen Sturmfluten. Hunderttausende Bewohner des US-Staates versuchen bereits, im Landesinneren in Sicherheit zu kommen. Präsident Biden erklärte für Florida den Notstand. Und damit schauen wir nach Washington zu unserem US-Korrespondenten Michael Wünweber. Michael, sag uns, wie dramatisch ist die Lage bzw. wird sie jetzt wohl werden, vor allem in Florida? Also vielleicht zuerst einmal ganz frisch zum außenpolitischen Impact auf diesen Hurricane, dass nämlich Joe Biden hat vor wenigen Sekunden eigentlich verlautbaren lassen, dass er seinen Deutschlandbesuch verschiebt. Also Joe Biden wird jetzt diese Woche nicht nach Deutschland kommen, um hier den Hurricane abzuwarten, um als Katastrophenhelfer, oberster Katastrophenhelfer auf der Brücke zu sein. Wir haben ja im Nachgang von Helene viel Kritik gehört an der Biden-Administration, dass man sich nicht kümmern würde. Joe Biden war am Wochenende, als Hurricane Helene über die USA zog, in Rio Bowls auf sozusagen Wochenendurlaub, hatte sich telefonisch gekümmert. Aber es wird von den Republikanern massiv ausgeschlachtet, immer noch, dass man versagt habe. Und das will er sich offensichtlich nicht ein zweites Mal sagen lassen. Und das soll vor allen Dingen nicht die Hoffnungen auf die Wahl von Kamala Harris beeinflussen. Deswegen, das ist der Hintergrund, deswegen jetzt der Präsident an Bord. Und der nächste und der zweite Grund ist natürlich dann auch ganz offensichtlich, da braut sich im Golf etwas zusammen, was man in der Art offensichtlich so nicht häufig gesehen hat. Der Hurricane war ja zwischenzeitlich auf Kategorie 5, ist ein bisschen abgeschwächt. Also man erwartet allerdings, dass er sich wieder aufbombt auf 5. Und das hat die unangenehme Eigenschaft zusätzlich, dass ganz Florida betroffen sein wird, weil ein unheimlich großer Hurricane jetzt anrollt, der sehr flächig ist, mit enormen Wassermassen, die er mit sich führt. Und man rechnet damit, dass es Regenfälle von 36, 40 Zentimeter geben wird in allerkürzester Zeit. Und das wird natürlich unheimlich viel unter Wasser setzen. Und die Windstärken, die natürlich vor allen dann auf der Küste aufschlagen werden. Wird erwartet, dass das enorm ist. Es gibt Evakuierungsaufrufe an der Küste. Es wird sich da vorbereitet. Wir sehen da die Bilder im Moment, halt, Staus raus, weg von der Küste. Ja, die Leute versuchen, sich zu verbarrikadieren. Also es wird ein Monstersturm, zumindest nach der Vorhersage, die man so wahrscheinlich noch viele zumindest nicht gesehen haben. Heute Morgen habe ich einen Meteorologen im Fernsehen gesehen, der hat fast geweint. Also er konnte es nicht fassen, wie schnell dieser Hurricane sich entwickelt hatte. Er war sprachlos vor den eigenen Daten, um es so zu beschreiben. Also das war schon sehr eindrücklich tatsächlich. Also Florida steht vor einer großen Katastrophe womöglich. Michael, vielen Dank für diese Erläuterung. Diese Szenen sind mittlerweile um die Welt gegangen, die du gerade beschrieben hast. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Menschen in Florida gut vorbereitet sind auf das, was nun immer näher kommt. Danke dir nach Washington.